Und jetzt habe ich eine richtig kleine Sensation für euch entdeckt. In Laufen ist eine Praxis für Bergkristall entstanden. Und das ist eine einzigartige Geschichte, weil es ist auch die erste Praxis, die es gibt in der Schweiz. Albert, sag mal, was steckt da eigentlich dahinter? Eine Praxis für Bergkristall. Normalerweise geht man vielleicht an einen Flohmarkt, dann sieht man, da hat es da Händler, die hunderte von Steinen haben und jeder gibt einem etwas. Das ist bei dir aber anders. Ja, das ist die Bergkristallpraxis, die wir hier in Laufen gemacht haben, hat angefangen vor 5-6 Jahren eine Eingebung, die ich mal nachgehabt habe zwischen Weihnachten und Neujahr. Die Bergkristallpraxis hat sich jetzt kristallisiert. Wir haben im Verlauf der Zeit, habe ich mich zuerst auseinandersetzen, was kann der Bergkristall überhaupt? Wie ist der Bergkristall unterwegs? Der Bergkristall ist ein Wesen. Der Bergkristall hat Körper, Geist und Seele, wie wir Menschen auch. Und man kann mit ihnen ganz gut reden miteinander, man kann miteinander kommunizieren. Und vor allem ist ganz wichtig zu wissen, dass der Bergkristall eine Energieübertragung hat. Und mit der Energie kann man arbeiten an Körper, Geist und Seele. Was bei den Steinen aber auch so ist, auch dort gibt es Männchen und Weibchen und die vereinigen das hier in der Praxis. Du hast eine Partnerin. Was ist Ihre Aufgabe an deiner Seite? Ich habe Tanja kennengelernt in einer Ausbildung, in einem Ausbildungsseminar über Kommunikation mit der geistigen Welt. Und ich habe festgestellt, dass die Anja anders unterwegs ist. Anders heisst, Anja hat eine ungekannte Begabung, mit der geistigen Welt zu kommunizieren. Anja bekommt Bilder. Wenn du ein Problem hast, kann Anja in der geistigen Welt die Informationen abholen. Und für mich ist das natürlich eine gewaltige Bereicherung, so einem Menschen zu begegnen. Und das ist ein grossartiges Geschenk. Ich kann das auch nicht erklären. Dann musst du mir jetzt noch etwas anderes erklären. Wie weisst du, ob die Information, die du von deiner geistigen Welt kriegst, die richtige ist? Oder ob auch du, ich meine, das kann es ja auch mal geben, eine Fehlinterpretation. Wie ist das? Geht das automatisch nur über das Gefühl? Oder spricht der Stein mit dir denn? Nein, das ist ja so. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben beide zusammen einen speziellen Bergkristall, sogenannte Doppelländer. Das sind früher die weisen Frauen und weisen Männer gehabt. Und wir hatten das Glück gehabt, dass wir so einen Doppelländer aus der Lichtkluft von Werner Schmidt geschenkt bekommen. Und das ist es. Euch wieder, das ist ein grossartiges Geschenk, dass wir das überhaupt bekommen haben. Und mit diesen Doppeländern haben wir Möglichkeiten, mit der geistigen Welt viel tiefer zu kommunizieren. Unsere Informationen stimmen, sagen Sie mal, 97-98% stimmen die immer. Anja, mit was kommt man denn zu euch? Welche Gebrechen treffen ihr da immer wieder an? Das sind ganz verschiedene Sachen. Das ist körperlich, geistig, seelisch. Es kommt immer darauf an. Manchmal hat man ein Problem innerlich, so auf der Seele, Trauer zum Beispiel, und kann es nicht äußern. Dann kann man zu uns kommen. Oder auch, dass man so ein Gedankenkarussell hat, das nicht aufhört. Oder wenn auch die Leute sagen, du hast dich verändert, du bist neben den Schuhen, so Wesensveränderungen, das hat viel mit Fremdenergien zu tun. Wie finde ich denn den Weg zu euch? Muss ich mich vorher kundig machen, Leute einfach an? Gibt es ein Vorgespräch oder steigt man da automatisch gerade in eine Therapie? Das kann man machen, so wie es einem am liebsten ist. Man kann anrufen. Oder man kann sagen, ich gebe meine Daten und mache einfach einen Satz dazu. Dann können wir das über die Ferne quasi anschauen. Die Bergkristalle sind nur für euch reserviert. Die zeigen wir euch jetzt im Vorfeld hier auch nicht. Das kriegt ihr vorne dran gesetzt, nachdem ihr euch gehen lassen habt, nachdem ihr ein bisschen geputzt sind. Und dann könnt ihr von diesen Bergkristallen wieder die frische Energie für die nächsten Schritte im Leben nehmen. Und ich kann nur sagen, ab nach Laufen, da sind zwei Menschen, die vor euch schauen.